So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Ladebildschirm bei Let's Play Skyrim mit euer Alison Burger. Wir sind gerade dabei, die Bürgerkriegsqueste zu erledigen, um besseres. Oh, wir sind schon Level 34, sehe ich gerade genau. Wir wollen uns hochskillen, damit wir am Ende bei der Wartet, ich Hauptquest kenne euch keine doch. Probleme bekommen. Nein, du kennst uns nicht. So, wir wollen schließlich später keine Probleme bekommen und da reibungslos durchlaufen, also machen wir ja ein bisschen vorher Skilling. Außerdem finde ich, es passt einfach besser, wenn man zuerst. Was laber ich? Boah, das laber ich wieder ein Bullshit. Genau, wenn man zuerst die ganzen Nebenquests macht und danach die Hauptquest. Müssen wir mit der Hauptquest beginnen und mit der Hauptquest das Let's Play beenden werden. Obwohl ich jetzt schon direkt weiß, wir werden mit der Hauptquest nicht beenden. Wir werden nach der Hauptquest sehr wohl noch weiterspielen. Aber zumindest möchte ich die Theorie in meinem Kopf behalten. So, mir fällt gerade auf, mir fehlt auf meinem Schreibtisch jetzt gerade eine Uhr. Das heißt, ich sehe gar nicht, wie viel Uhr wir es haben. So, jetzt habe ich mir meinen Wecker genommen. Aber das ist ja kein Problem, wir sind immer noch im Ladebildschirm. So, und der General Tullius hat uns jetzt zum Präfekten befördert. Ist das nicht geil? Wir sind jetzt Präfekt von Tamriel. Boah, hammergeil. Also wir sind Diebesgildenmeister und wir sind Präfekt. Da ist er. Nee, da. Ja, Kollege. Ja, du kannst da. Brüll du ruhig rum, ist mir wurscht. Kümmert uns auch nicht, wir wollen ja. Genau, dort vorne ist das Lager ja schon. Da wollen wir jetzt mal. Oh. Das ist ein Wolf. Ja, Tatsache, das ist ein Wolf. Nein, lass mich in Frieden. Wollt ihr mal raten, warum der Fuchs jetzt schon tot ist, der Wolf? Was war denn das? Naja, egal. Fraps ist mir mal wieder abgeschmiert. Nicht so eine geile Sache. Also, Fraps ist inzwischen richtiger Scheiß. Fraps, das ist richtig Kacke, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was ist denn das hier? Ach, ein Baum. Tut mir furchtbar leid, wenn das öfter passiert wird. Ich schäme mich dafür auch schon. Werde mir allerdings Mühe geben, dass, ja, bald ein neuer Rechner vorhanden ist. Und ein neues Aufnahmeprogramm da ist. Augen offen. Das Dann ist nur hoffe eine ich mal, dass Frage es der besser Zeit, klappen bis es wird. weiteren Ärger gibt. Habt ihr eine Meldung für Ja, melde mich Für zum euch Dienst. geht es Richtung Rift. Meine Spion. Hierfür müsst ihr verdeckt vorgehen. Die Wachen des Jarl sehen es nicht gern, wenn Fremde die Privatgemächer des Vogts durchwühlen. Gut. Auf euch kann ich immer zählen, nicht wahr? Jawohl! So, ich habe jetzt noch keine Ahnung, was wir machen müssen. Das werden wir jetzt lesen. Es sind nämlich meistens immer dieselben Missionen. Irgendwo hingehen und ja, was machen. So, schon, das ist mein Quartier hier. Nee, das ist nicht mein Quartier. Aber wir dürfen uns daraus bedienen. Das finde ich immer geil. So, und hier ist wieder die Lazarette drin. Ja. Da kommen immer. Ups, jetzt habe ich ihm die Klamotten geklaut. Hey, was soll denn das? Das kann ich nicht nehmen, finde ich aber frech. Er stirbt gleich. Nein! Ist mir egal. So. Genau, wir sind jetzt aber nicht hier zum langen Rumquatschen. Wir müssen. Ja, was müssen wir denn machen? Finde Beweise. Na gut, finden wir mal. Oh. Oh, es geht in Festung Nebelschleier. Das finde ich aber cool. Und dürfen wir jetzt da Spionage-Style rumschleichen? Das finde ich aber geil. Dann sollten wir eventuell unsere kaiserliche Rüstung ausziehen und dann unsere Diebesgildenkluft anziehen. Ja. Jetzt mein Wasser alle. Das finde ich aber uncool. Jetzt bräuchte ich eigentlich so einen Butler, der mir neues Wasser bringt. Das finde ich auch recht geil. So ein Butler wäre doch mal eine coole Sache hier, so als jetzt Player. Ups, ach du Scheiße, jetzt stehe ich mit meinem Fuß auf meinem Headset-Kabel drauf. Das finde ich aber so uncool.
Ich habe da so ein ewig langes Headset-Kabel. Keine Sorge, Leute. Ja, meine Ausrüstung betrifft momentan das letzte Jahrhundert. Das muss ich momentan mal ein bisschen aufrüsten wieder. Aber das kommt alles. Ich hoffe, es ist momentan ertragbar, was ich hier so abliefer. Hoffe ich mal. So, Boetia ist der Daedrische. Ja, gut. So, Ersema. Ersema. Oh, jetzt haben wir ja auch Gift aufgenommen. Ja, das kann man hier genau sehen, was wir hier für Gift aufnehmen. Rolle haben wir sogar auch. Rolle des Heldenmuts. Die ist aber nicht so stark, wie wir da gefunden haben. Der Massenlähmung, krass. So, wir müssen mal gerade gucken. So. Wir haben ein schweres Schild an. Das geht ja mal gar nicht. Und das wird abgezogen. Das können wir nachher ausrüsten. Und dann gehen wir hier in den Waffen. In den Ebenerzbogen. Sind wir ein Heute Geheimnis bekommt tödlicher. ihr im Bienenstich, aber haltet euch von Jetzt der sind wir ein Verfolgung. tödlicher Assassine. Naja, Assassine sind wir eigentlich nicht. Dafür müssen wir jetzt die Quest der dunklen Bruderschaft machen. Aber ein tödlicher Dieb sind wir jetzt schon mal. Yeah. Wir werden alles töten, was uns in den Weg kommt. Yeah. Wie auch immer. Wie auch immer. Oh, keine Sau ist hier. Tatsache, hier ist kein Mensch. Oh, Tatsache, hier ist ja niemand. Er schläft ja. Was hat er so bei sich? Oh, nicht so viel. Das heißt eigentlich ja schon, aber was soll ich damit anfangen? Das dem jetzt zu stehlen lohnt sich ja nicht. Jetzt kann ich mal gerade gucken, hat er Feuersalze hier? Wir müssen, ja stimmt, wir können ja auch irgendwann mal Balimund seine Feuersalze bringen. Kleine Heilung. Heilung. Da ist jetzt aber einer. Duiser! Da sind sogar zwei! Der ist aber uncool. Was? Mehr Tränke hat die hier nicht? Ist ja ein Scheißladen. Ach, da ist ja eine. Den habe ich ja fast. Da sind sogar drei. Standen die da vorhin auch schon? Da ist auch einer. Die standen da schon. Macht keinen Ärger, Agonia. Also verschwindet. Ihr habt hier keinen Zutritt. Also verschwindet. Auf der Herbstschattenlichtung sollen sich seltsame Dinge zutragen. Ich vermute, das hat mit diesen Zweiglingen zu tun. Ja, hat sich unsere Karte erstmal aktualisiert? Na super. Die Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Hier, dass ich da oben keinen Zutritt habe, das weiß ich inzwischen auch. Super. Da sind die Beweise. Scheiße. Wenn sich eure Hand in meine Tasche verirrt, schneide ich sie euch ab. Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Ja, ist ja gut, okay. Also der Typ wird mich auf jeden Fall kalt machen. Von da kommen wir da einfach nicht rein. Da sind zu viele Wachen. Das ist uncool. Aber wie kriege ich jetzt hin, dass wir da reinkommen? Was ist denn so? Ihr seid doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie kann man jetzt da oben am besten hin?
Irgendwo muss es doch einen Weg geben. Das ist doch bisher immer so gewesen. Irgendwie müssen wir doch in das Schlösschen hineinkommen. Ja, toll, genau. Wir gehen in die Kaserne hinein. Ja. Jawohl. Muss ich mal gerade von hier gucken. Ne, den Zugang ist hier nicht. Mal auf den Steinen gehen. Doch, da oben ist die Tür. Komme ich denn irgendwie da mal ein Türmchen? Weil wir kommen hier nicht drauf, oder? Nee, es scheint nicht so. Hm. Eieiei. Jetzt würde ich gerne hier am besten hochkommen, aber das geht ja natürlich jetzt nicht. Weil unser Charakter ja nicht klettern kann. Jetzt muss ich aber mal gerade was ausprobieren. Bin ich jetzt mal gerade ein bisschen überfragt. Geht das denn? Nee, geht natürlich nicht. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Die Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Ja, vom Gefängnis weiß ich gerade nicht, ob wir da langkommen. Da geht's nicht lang. Ja, wir könnten, da könnten wir probieren. Aber ich bin mir doch relativ sicher, dass es nicht funktionieren wird. Es würde mich zumindest stark verwundern. Ja, auf dieser Kante, da können wir ordentlich lang klettern. Ja. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mal Kaserne zu gucken. Huh. Ist einer böse auf uns? Nee. Scheint nicht der Fall zu sein. Und hier auch nicht. Ach so, dann geht's hier nur wieder raus. Ja klar, Sigi. Hm. Ja, dann können wir unser Glück nur versuchen. Wie gesagt, ob es klappen wird oder nicht, weiß ich nicht. So, und die Wache, die da lang guckt, kann sehr böse werden. Hm. Ich bin gerade ein bisschen am Rätseln, wie wir das machen, ohne dass wir gemerkt werden. So, ich will jetzt mal was ausprobieren. Vielleicht klappt es ja, vielleicht nicht. Da müssen wir hin. Huh, wir wurden dabei nicht erwischt. Krass. In der Kommode ist es drin. Belastender Brief. Her damit. Wenn wir schon mal hier sind. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich muss mal gerade gucken, was wir denn überhaupt machen. Erpresse Amuriel. Hm.
Nee, da lohnt sich, glaube ich, nicht so. Willkommen in der Festung Nebelschnee. Ihr seid vermutlich hier, um mich zu erpressen. Habe ich recht? Ja. Nun, was wollt ihr? Ihr Rebellen kriegt es ganz gut selbst hin, euch zu zerstören. Soldaten, die Botengänge erledigen. Aha, ihr seid also ein Spion der Kaiserlichen. Interessant. Ich habe nicht besonders viel für die Sturmmäntel übrig. Und dasselbe gilt auch für das Kaiserreich. Euer Krieg macht es einer findigen Frau nicht leicht, ihre Interessen zu verfolgen. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, wie wir beide von dieser unglücklichen Entdeckung profitieren können. Das würde mich ruinieren. Ich habe mir hier etwas aufgebaut. Auch die Jarl profitiert von meinen kreativen Abmachungen, obwohl sie das niemals zugeben könnte. Layla ist eine einfache und konservative Frau. Sie ist dadurch leicht zu manipulieren. Doch wenn ihr sie beleidigt, werdet ihr ihre Gunst niemals zurückgewinnen. Mhm. Bitte, können wir uns nicht irgendwie einigen? Was, wenn ich euch von einer großen Gold- und Waffenlieferung erzählen würde? Ja. Ja. Sprecht weiter, ich höre zu. Ich bin doch nicht dumm. Ihr erfahrt, was ihr wissen müsst, wenn wir uns geeinigt haben. Gut abgemacht. Sie bringen sie mit dem Wagen nach Windhelm. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie noch ein. Die Karawane kommt sicher nur langsam voran. Die Lieferung ist ziemlich schwer und wird von vielen Männern bewacht. Und jetzt lasst uns so tun, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Jawohl. So, müssen wir uns bei Legat Rike melden. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Wenn ihr mich fragt, ist es für die Kinder im Waisenheim besser, dass die alte Grelot. So, das war ja jetzt keine große Aktion. Da so ein bisschen rumzuschleichen, war ja ganz easy eigentlich. Easy going. So, dann müssen wir mal Bericht erstatten von einer Gold- und Waffenlieferung. Das ist doch geil. Wenn wir davon auch was abbekommen würden. Das wäre doch cool. Wenn wir auch was von dem Kuchen abbekommen. Ja, kann ich mir vorstellen. Hey, hey, hey. Die Kaijit sind ein Katzenvolk aus Elsweier, die berüchtigt sind für ihren Mondzucker, aus dem Skooma bereitet wird. Mhm. Ja, Skooma, die Droge des, weiß ich nicht. Die Skooma aus diesem Zeitalter ist ja die Droge, wie bekannt ist. Also wer mit Skooma erwischt wird, ist so gut wie tot. Denn naja, das Zeug ist einfach scheiße illegal. Die Barrikaden bringen auch nicht sehr viel, muss ich ehrlich zugeben. Dann laufe ich einfach drumherum. Hallo! Der General und ich sind nicht immer ein... Erstklassige Arbeit. Ich wusste, dass ihr mir etwas Brauchbares bringt. Ja. Zufälligerweise habe ich einige Kundschafter entlang der Straße. Trefft euch mit ihnen und versucht gemeinsam die Karawane zu überwältigen. Jawohl! Jawohl, Sir! Ich als, was ist mein Präfekt? Oh, da müssen wir aber ein Stückchen reiten. Da müssen wir aber ein Stückchen unterwegs sein. Naja, dann müssen wir halt eben mal wieder unsere Pferdefähigkeiten auspacken. Ich denke da jetzt an Arwak. Das Bild ist mir jetzt aber auch neu. So ein Säbelzahntiger sieht krass aus. Ah, ich fand den so geil mit der Flasche im Mund. Da muss ich unbedingt nochmal einen Screenshot von machen. Ein saufender Tiger, das finde ich auch geil. Also nicht, also normalerweise ist Alkohol für Tiere ja genauso schlecht wie für uns Menschen, aber trotzdem, jetzt so als Bild, als ausgestopfte Figur, ist das schon richtig geil. Das ist eine geile Idee. Boah, was ist der für eine Fresse, jetzt können wir die Zähne putzen hier.
Ist ja gar nicht mehr so schön. Bäh. Pfui. Pfui, Deivel. Wenn ich den Tiger... Oh, der Rabbe, der weggerabbelt. Wenn ich dem Tiger jetzt mit dem Pfeil, mit der Axt in die Fresse haue, kann es dann sein, dass es eventuell Auswirkungen darauf hat, was ich am Ende von dem Tiger als Beute überbekomme? Keine Ahnung. Mich würde es einfach mal interessieren. So. Ja, Wecker hat schon wieder gerabbelt, der Wecker. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim.